Die Zusammenarbeit mit Saperion kam über ein Gespräch mit dem Andreas May zustande, ein Kollege aus der Schweiz. Wir haben uns darüber unterhalten, wie könnte man das Thema, also das Dokumentenmanagement und das Thema Compliance der Saperion mit unserem Thema Webarchivierung kombinieren. Und haben gedacht, ja, eigentlich wäre es eine sehr gute Idee, wenn man auch den Webkanal zukünftig mit dem DMS der Saperion kombinieren kann. Das war eigentlich die zündende Idee dahinter. Ja, Qumran ist eine etwas einzigartige Lösung. Es gibt bis jetzt eigentlich keine andere Lösung, die es ermöglicht, dass Webinhalte rechtskonform, also rechtssicher abgelegt werden können. Das bedeutet eigentlich, Qumran bietet die Technologie, dass jede Veränderung, also jede Transaktion, die im Web passiert, auf einfache Art und Weise in Saperion DMS übergeben werden kann. Somit haben Sie eigentlich mit dem DMS einen weiteren Input-Kanal, das Web. Wie Dokumente, E-Mails etc. pp. Kann man natürlich jetzt auch Webinhalte ablegen. Die Lösung besticht durch ihre Einfachheit. Das ist vor allem daran, dass auch der Benutzer, der damit arbeitet, relativ einfach damit umgehen kann. Er startet seinen Webbrowser und hat eine Time Machine, wo er ganz normal darauf navigieren kann, wie er es von einem Mac zum Beispiel her kennt. Der Nutzen, den er daraus hat, ist, dass er die Rechtskonformität auch im Web einhalten kann. Einerseits, das sind so die Compliance-Themen. Es gibt aber auch Möglichkeiten im E-Business-Umfeld, wenn Sie Geschäftsprozesse im Web haben, dass Sie sagen können, ja, wir können diese nun auch durchgehen, ohne Medienbrüche abbilden. Wir können Wissenserhalt vereinfachen, weil es wird sehr viel Wissen im Web publiziert oder erstellt oder kommt zustande. Das sind Wikis oder Bloginformationen etc. Wir können die IT vereinfachen, indem dass man sagt, ja, die Webarchivierungslösung ist unabhängig. Das heißt, egal was für Websysteme oder Applikationen Sie haben, die Informationen gelangen nachher in Ihr Saperion ECM. Für Branchen, ja, kann man auch sagen, gibt es ein bisschen Fokus. Das ist vor allem für Branchen interessant, die einerseits starke Compliance-Vorschriften haben, also Weisungen. Das sind zum Beispiel Finanzinstitute, Pharmaindustrie ist da. Es kann aber auch sein, dass es Industriekonzerne sind, die sehr viel Produkthaftungsfragen haben oder die exponiert sind, Produkte haben, die vielleicht mit Leben gefährden können, Maschinen, Aufzüge etc. Es können aber auch Firmen sein, die natürlich einen Hauptverkaufskanal im Web sehen. Also vor allem die mit E-Business ihr Geschäft machen, können damit ihre Lösungen aufwerten oder eine höhere Sicherheit erlangen.